Zero Waste, ne? Ja. Was hast du hier mit der halben gequetschten Zitrone in der Schüssel vor? Die wird jetzt püriert. Mal, wie wir das machen hier. Ui. Wer kann, der kocht. Jetzt wird's hitzig. Chapo gegen Bowser. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück beim großen Finale von Wer kann, der kocht. Finale. Oh. Ich bin immer noch Bowser. Ich bin immer noch Chapo. Ich habe meine letzte Challenge gewonnen. Chapo hat sie verloren. Nee, Dicker, ich bin komplett raus. Die erste Challenge habe ich gewonnen. Die zweite hat Chapo verloren. Die dritte habe inzwischen ich verloren. Es steht trotzdem noch 1-0. Ich würde sagen, Chapo darf wieder kochen. Ich werde alles tun, um dich davon abzulenken. Und weil es heute das Staffelfinale ist. Finale. Oh. Es wird sich zeigen, wer die große Strafe am Ende antreten muss. Die Strafe wird sein, 3 Hot Wings in 3 verschiedenen Schärfegraden zu essen. Bock drauf? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Sei ehrlich. Doch, hat er. Ich hole jetzt noch den Punkt. Unsere Staffel ist nach dieser Folge leider vorbei. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt. Hier bei Wer kann, der kocht. So, mein Lieber, hier unter diesem Spiegelei findest du deine Challenge. Mhm. Wer kann, der kocht. In 20 Minuten ein schmackhaftes Risotto mit all seinen Sinnen. Heißt? Das erkläre ich dir gleich. Hier ist erstmal deine Aldi-Box. Was ist in der Box? Ich weiß es nicht. Guck mal rein. Okay, wir haben Weißwein, wir haben Tomaten, Risotto-Reis, Zwiebeln. Und was noch? Karten. Diese Karten sind ein kleiner Hinweis darauf, wie du dir deine restlichen fehlenden Zutaten noch erspielen kannst. Erkläre ich dir dann nochmal, wenn es soweit ist. Bist du bereit? Ja, schätze ich. Deine Zeit läuft ab jetzt. Hast du schon mal Risotto gemacht? Ich hab's einmal gemacht, das ist aber schon einen Tag her. Ich würde aber, glaube ich, mit den Zwiebeln anfangen, die schneiden, dann bräuchte ich schon mal Öl, glaube ich. Was mir auf jeden Fall hier auch noch fehlt, ist Salz und Pfeffer. Kannst du ja auch einfach nehmen. Gut. Aber was dir fehlen wird, ist Brühe. Brühe, ja gut. Da wäre ich tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Und die kannst du dir in deiner kleinen Tast-Challenge ertasten. Erstmal deine Brille, erinnerst du dich? Ja, erinnere mich. Gute Erfahrung mitgemacht. Das ist sehr. Da brauchst du gar nicht raten, das ist meine Schokotomate. Du hast hier 4 Becher. Wo ist die Brühe? Das schließe ich aus, das fühlt sich mehr an wie Salz oder Zucker. Okay. Das fühlt sich sehr gut an. Das schließe ich aus, das ist Mehl oder so. Das ist Mehl, sagst du? Oder okay. Muskat. Noch eine? Die letzte? Nee, das ist auch zu weich. Ich nehme das, was ich gesagt habe. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich's geschafft. Du hast das Richtige ertastet. Fantastisch. Jetzt kannst du weitermachen und hast schon mal deine erste Zutat gewonnen. Wie viel Wein braucht man denn für so ein Risotto? 1/3 fürs Gericht und 2/3 für den Koch. Richtig? Zwiebeln kommen drin. Auf welchen deiner Sinne könntest du am ehesten verzichten? Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen als Musiker. Aber fürs allgemeine Leben glaube ich auf meine Stimme. Und dann kann ich wenigstens noch Musik hören und ich kann noch sehen. Und so einen schönen Sommertag, wie wir jetzt gerade haben, noch genießen. Aber ich glaube, da kann ich auch meine Schnauze halten. Auf welchen könntest du verzichten? Auf meinen Geruchssinn, glaube ich. Bevor ich meine Stimme hergebe, muss man die Nase mal hinhalten. Manchmal. Was ich dir anbieten könnte, sind ein paar Kräuter. Du musst hören, was für Kräuter ich dir da hinhalte ans Öhrchen. Was ist dein Lieblingskraut? Boah, ich weiß nicht, ich mag Basilikum ganz gerne. Sind das wirklich alles Kräuter? Das sind wirklich Kräuter. Das ist hier, so. Weißt du, was ich meine? Ja, es klingt nicht so fein. Ich hätte jetzt getippt Bärlauch oder so. Ja, klingt buschiger. Buschig ist gut, ja. Das Blatt hört sich so an. Ne? Und so alles in allem klingt das so. Hier, guck mal. Noch so ein Busch. Boah, das ist so schwierig. Das ist echt schwierig, ja, das ist absurd. Ich sag auch Petersilie. Wir haben auch zweimal Petersilie. Ja. Eins darfst du dir aussuchen. 1, 2, 3 oder 4. Dann nehme ich die Petersilie. Herzlichen Glückwunsch, du hast Petersilie gewonnen. Dankeschön. Was war's alles? Keine Ahnung. Wie lange braucht eigentlich Risotto Reis? Ich habe keine Ahnung, deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Riechen tut's schon mal gut. In Gramm kann ich nichts anfangen damit. Mach einfach alles. Ich hoffe, das ist richtig, ey. Bislang sieht's nicht richtig aus. Ich würde da auf jeden Fall mehr Reis reinkippen, mein Lieber. Da ist einfach kein Reis drin. Risotto ohne Reis, Alter. Was ist denn mit dir? Mach jetzt einfach rein. Ja, rein, was das Zeug hält. Du hast mir das Ding hier wieder auf 1 gedreht, Alter. So kann das nichts werden. Wenn du ein Restaurant eröffnen würdest, welche Küche würdest du denn da anbieten? Tatsächlich deutsche Küche. Kannst du Rinderrouladen? Kann ich auch, habe ich schon gemacht. Und als Kind war mein Lieblingsessen Kartoffelsuppe von Oma. Fühl dich. Fand ich auch immer sehr gut. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Eine Zutat fehlt mir noch, weil ich sehe da das Auge. Genau. Hier auf diesen Bildern siehst du 4 Zutaten, die relativ ähnlich aussehen. Du darfst dir eine davon aussuchen. Alles klar? Nummer 1. Sieht sehr käsig aus, sehr fettig. Fettig, ne?
Magst du nicht? Doch, mag ich. Magst du nicht? Fettig mögen wir. Könnte auch Käse sein, aber das. Was ist Parmesan. Das? Parmesan? Parmesan. Willst du das nehmen? Nehme ich. Dankeschön. Da musst du aber das ganze Ding reinhauen, ist, ne? Ja. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch knapp 10 Minuten. Alles klar. Ich habe noch ein kleines Quiz für dich, Joko. Naja, wie immer. Würdest du lieber immer laut sprechen oder für immer flüstern? Immer laut sprechen. Sonst kriegt man für den Rest seines Lebens immer... Was? Und dann schreie ich lieber die Leute an. Ohne Internet oder ohne Dusche leben? Ohne Internet auf jeden Fall. Würde ich auch wählen. Für immer vegetarisch oder jeden Tag Fleisch essen? Oh, ich glaube, dann für immer vegetarisch tatsächlich. Ich würde jeden Tag Fleisch essen. Ich weiß. Es war mir auch wichtig, das nochmal dazu zu sagen. Jetzt. Du hast noch 4 Minuten. Unter 4 Minuten. Uiuiuiui. Ja, komm, ein bisschen Wein. Jetzt nochmal Vollgas, komm. Ich hol schon mal Teller. Du hast hier schon wieder runtergestellt, Großer. Ja, yeah, damit es nicht anbrennt, aber. So, richten wir an. Ich glaube, besser wird's nicht. Okay, Chapo. 3, 2, 1. Vorbei, deine Zeit ist abgelaufen. Hast du stark gemacht, boah, mein Großer. Der hat geknallt, Alter. Ich hoffe, der Judge Cam schmeckt's. Okay, die Entscheidung ist da. Bist du bereit? Du hast gewonnen. Ja, siehst du, endlich. Glückwunsch, Chapo. Du hast auf deine Sinne vertraut und kreativ ein Risotto gekocht. Danke, liebe Judge Cam. Es hat funktioniert. Glückwunsch, mein Danke lieber. Dir. Ich habe immer an dich geglaubt. Ja, du hast tatsächlich nicht viel genervt, außer hier so ein bisschen am Spielen. Ja, ich war echt human heute. So, jetzt steht es 1-1. Das ist ein Problem. Deswegen gibt es jetzt ein Entscheidungsspiel. Chapo, du hast deine Challenge gewonnen, deswegen gibt es ein Entscheidungsspiel. Das entscheidet über die ganze Staffel. Das entscheidet tatsächlich über die ganze Staffel. Wie viele Milchmäuse sind im Glas? Okay, ich tippe einfach mal drauf los. Ha! Ich sage, es sind 150. Ich habe gesagt 63. Wie viele waren es jetzt am Ende? 202. Damit steht ein Gewinner fest. Viel Spaß bei den Chicken Wings. Ja, viel Spaß mit der Krone. Verdient. Wo ist meine Krone? Ja, ich habe die Ehre, dir die Heiligenkrone aufzusetzen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Hey Leute, und das war's schon wieder mit einer fantastischen Staffel Wer kann, der kocht. Leute, wenn ihr den Chapo bei seiner Strafe noch mal richtig leiden sehen wollt, könnt ihr das hier in den Shorts. Genau, und ihr kennt das Spiel. Liken, abonnieren, gerne auch einen Kommentar lassen. Und dann sehen wir uns demnächst, hoffentlich. Tschüssi. Ciao, ciao.